Ich habe etwas für dich. Den magst du am liebsten, nicht wahr? Oh, in der Tat. Hab Dank. Grüß dich. Möge Gott mit dir sein. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Einverstanden? Was bist du nur für ein Knauser? In Ordnung. Ja. Was willst du jetzt wieder von mir? Ich bin an... Aha. Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Du wirst es nicht bereuen. Möge Gott mit...
Ja. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Sicher? Hier, bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Und ich muss wissen, welche Waffe du wählst. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Viel Glück. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Jira aus Benneschau, genannt Mückling, sich als Söldner verdingt. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Verdammt!
da reicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. Gott sei mit dir, Heinrich. Der erste Wettstreiter ist Michael Asjanowitz, Speerträger der Herren von Sternberg. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Im ersten Kampf Heinrich aus Galitz. Für den nächsten Kampf zu wählen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Oh,
je. Gut getroffen. Scheißdreck. Seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt und erreicht die nächste Runde des Rataya-Turniers. In dieser Runde beweist seinen Mut Menhard, ein Meister am Schwert aus dem fernen Frankfurt. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ha!
Gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leipa unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Geschafft, Heinrich. Ich bin mir sicher, du bist zufrieden mit deinem Sieg und deiner Belohnung. Natürlich bin ich das, mein Herr. Hab Dank. Mach's gut. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Ja!
Thank you.